Willkommen zurück bei unserer Top 10 der One-Hit-Wonder. Heute stellen wir euch endlich unsere Podiumsplätze 3 bis 1 der größten One-Hit-Wonder der Boxgeschichte vor. Also, let's go! Randolph Turpin. Das Duell, was Randolph Turpin zu kurzzeitigem Ruhm führen sollte, stieg am 10. Juli 1951 gegen Sugar Ray Robinson. Der damalige Weltmeister und amerikanische Superstar Robinson, welcher in seinem zuvor 131 Kämpfen nur einmal verloren hatte, trat in der Earl's Court Arena in London gegen Turpin an, doch musste seiner Kampfstatistik eine weitere Niederlage hinzufügen. Außenseiter Turpin gelang es nämlich, den Champ frühzeitig unter Druck zu setzen und sammelte so Punkte für den Sieg gegen Robinson, welcher ihm letztlich den WM-Titel einbrachte. Durch eine Rückkampfklausel war der Titel aber genauso schnell wieder weg, wie er gekommen war. Ganz 64 Tage lang hielt Turpin den Titel, bis Sugar Ray sich diesen am 12. September eindrucksvoll zurückholte, als er Turpin frühzeitig wieder nach Hause schickte und durch technischen K.O. in der 10. Runde seinen WM-Titel zurückergatterte. In der Folge schlug sich Turpin recht passabel und sammelte noch einige britische und europäische Titel. Doch in die Weltspitze schaffte er es nie wieder zurück. 1964 folgte dann der Ruhestand. Doch wohl von finanziellen Nöten getrieben, nahm er sich leider 1966 mit nur 37 Jahren das Leben. Leon Spinks. Auf Platz 2 unserer Liste steht ein Boxer, der den großen Muhammad Ali in den Abendstunden seiner Karriere besiegen konnte. Allerdings danach nie wieder so richtig auf die Füße kam und sich verzockte. Im Kampf gegen Ali am 15. Februar 1978 konnte Leon Spinks das Unmögliche schaffen und gewann im Hilton Hotel in Las Vegas durch Split Decision der Punktrichter gegen The Greatest. Und das als 10:1 Underdog. Fortan durfte er sich mit dem WBA und WBC WM-Gürtel schmücken. Doch diese Ehre währte nicht allzu lange. Da er nicht gegen den Pflichtherausforderer Ken Norton antreten wollte, sondern den Rückkampf gegen Ali präferierte, erkannte ihm die WBC den gerade erst gewonnenen Titel wieder ab. Den nächsten Titel verlor er dann schließlich in jenem Rückkampf gegen Ali, der nun wieder besser in Form war als beim ersten Aufeinandertreffen. So richtig besser wurde es für Neon Leon aber leider auch nicht mehr in seiner Karriere. Bei seinem nächsten Fight wurde er bereits in der ersten Runde ausgenockt. Und auch im WM-Titelkampf gegen Larry Holmes 2 Jahre später verlor Spinks durch technischen K.O. in der 3. Runde. Der folgende Wechsel ins Cruisergewicht brachte auch keine wirkliche Besserung. Seinen einzigen Titelkampf in diesem Limit verlor er ebenfalls durch technischen K.O. bereits in der 6. Runde. 1988 ging er dann für kurze Zeit in den Ruhestand. Nur um 1991 ein Comeback zu starten. Dies aber leider auch wenig erfolgreich. Und damit auf unserem Platz 2 der größten One-Hit-Wonder der Boxgeschichte. James Buster Douglas. Sucht man nach einer Definition für einen One-Hit-Wonder, so kommt man wohl kaum am Namen James Buster Douglas vorbei, der erst für eine wahre Sensation im Boxring sorgte und dann diesen Begriff neu definieren sollte. Eine tragische Sportgeschichte, die mit einem Knall im Jahr 1990 doch so verheißungsvoll begann. Vor knapp 30 Jahren also stieg der bis dato unbesiegte Mike Tyson und eben jener Buster Douglas in den Ring. Tyson, der mit einer Quote von 42:1 als der haushohe Favorit in den Kampf ging, hatte vor dem Kampf wahrlich nicht die beste Ausgangsposition. Er feuerte Trainer Rooney und hatte persönliche Probleme rund um die Scheidung von seiner Frau Robin Givens. Dies führte dazu, dass er sich nicht so akribisch auf den Kampf vorbereitete wie sein Kontrahent. Doch zunächst schien alles wie erwartet zu laufen. Tyson schlug Douglas in der 8. Runde nieder und war auf einem guten Weg, den Kampf zu gewinnen. Doch Douglas rehabilitierte sich von diesem Knockdown und machte die Sensation dann mit dem K.O. gegen Tyson in der 10. Runde perfekt. Und er stand auf einmal mit den Gürteln der WBA, WBC und IBF da. Wo nicht einmal er selbst hatte in seinen kühnsten Träumen die Gürtel in seinem Besitz gesehen. Was folgte, war der Fluch des einmaligen Erfolges. Douglas ließ sich gehen, packte sich 15 Pfund mehr auf die Rippen und stieg so gegen The Real Deal Evander Holyfield in den Ring. Dieser machte wiederum kurzen Prozess und schlug den Tyson-Bezwinger in der 3. Runde K.O. Douglas' Stern sank daraufhin schneller, als ihm lieb sein konnte.
Er ruhte sich auf den knapp 25 Millionen Dollar Börse aus dem Kampf gegen Holyfield aus und legte sogar noch mehr Gewicht zu. So weit, dass er fast an einem diabetischen Koma verstarb. Doch Douglas raffte sich noch einmal auf und begann wieder zu trainieren. Er kehrte nach 6 Jahren Ringpause wieder zurück und gewann 8 seiner 9 letzten Fights. Doch kein einziger dieser Fights war ein Titelkampf oder gegen einen wirklich bedeutenden Gegner. So geht James Buster Douglas insgesamt einerseits als Tyson-Bezwinger, aber andererseits auch als das One-Hit-Wonder des Boxsports in die Geschichte ein. Auch wenn es in diesem Zusammenhang eher seltsam klingt. Ein absolut verdienter Platz 1 unserer Liste der größten One-Hit-Wonder aller Zeiten. Ja, und das war sie, unsere illustre Top 10 der größten One-Hit-Wonder des Boxens. Was hat euch am meisten überrascht oder auch beeindruckt? Wer ist für euch das größte One-Hit-Wonder der letzten Jahre? Schreibt uns gerne in den Kommentaren. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Und nicht vergessen, ihr könnt alle aktuellen Boxsport-Ausgaben auch online erhalten. Schaut einfach mal auf unsere Webseite, da werdet ihr sicher fündig. Haut rein!